Jetzt sind wir live. Hallo, herzlich willkommen da draußen. Die zweite Session in der Reihe Smarter Working. Heute mit Marcel Kirschner. Hallo Marcel. Hallo Anja, grüß dich. Sehr schön. Wir haben dem Ganzen den Titel gegeben Smarter Working und Social Business. Wo ist denn da der Zusammenhang, Marcel? Klär uns doch mal auf. Ja, der Unterschied ist darin gesehen, dass man Social Business eher auf das große Ganze bezieht. Also ein Unternehmen wandelt sich, ein größeres Unternehmen, in dem es soziale Technologien, soziale kollaborative Anwendungen einsetzt und dadurch die Vernetzung und den Austausch anregt der Kollegen und Kolleginnen untereinander. Und Smarter Working ist eher so die Einzelaktivität des Kollegen. Er versucht, sein Handeln, sein Arbeiten, sein Lernen im Unternehmen ja persönlicher zu optimieren und auch im Austausch mit seinem Team und auch im Austausch mit dem Kunden gewinnbringender zu gestalten, effizienter zu gestalten, indem er kollaborative Anwendungen einsetzt. Wir haben dich jetzt gar nicht vorgestellt, aber du bist, weil wir vor ein paar Wochen schon mal miteinander gesprochen haben zum Thema Social Business, das werden wir jetzt verlinken. Du bist Social Business Berater, also du berätst Unternehmen, wie sie als Ganzes sich weiterentwickeln. Ist das richtig so? Ja, wie sie eben über soziale Software, die intern im Unternehmen eingesetzt wird, die Einführung begleiten und nachhaltig auch vorantreiben können, damit das auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einsetzen und einen Mehrwert daraus ziehen können. Dann wäre quasi Smarter Working ein Teil dieses insgesamt dieser Initiative hin zum Social Business. Da gehört dann auch dazu, dass die Kollegen und die Mitarbeiter und Kunden irgendwann vielleicht gemeinsam intelligenter zusammenarbeiten. Genau, vor allen Dingen, wenn man Smarter Working betrachtet, dann aus der persönlichen Sicht. Wenn man Social Business betrachtet, eher aus der strategischen Unternehmenssicht. Ne? Genau. Okay, dann haben wir das schön auseinander. Ja. Wir sind uns ja da einig, dass Arbeiten und Lernen zusammenwächst. Wie siehst du das? Warum ist das so? Weil das klingt ja für viele wie so ein Horrorszenario. Ja, viele denken dann, oh, Lernen und Arbeiten, eigentlich zwei verschiedene Felder, jetzt muss ich doppelt die Sachen erledigen. Einerseits muss ich, wenn mir die Weiterbildungsabteilung verordnet, jetzt ein Training absolvieren und muss wieder Zeit opfern und kann in der Zeit meine Mails nicht checken und so weiter, ne? Und die Sachen abarbeiten. Ich glaube, dass das viel stärker zusammenwächst, denn wenn man so in die Szene reinhört und auch sich mit Experten in dem Bereich austauscht, und auch selbst eigene Erfahrungen macht, dann stellt man fest, dass man sehr, sehr viel informell lernt. Ja, im Arbeitsalltag selbst bestimmte Dinge sich erarbeitet. Wie muss ich eine Präsentation aufbereiten? Welche Methode wende ich an, um beim Kunden etwas zu präsentieren? Wie tausche ich mich da mit den Kollegen aus, um das vorzubereiten? Das sind alles Lerneffekte, die man innerhalb des Unternehmens mit den Kollegen beim Arbeiten hat. Und das wächst durch kollaborative Anwendungen und der Einsatz einer kollaborativen Arbeitsumgebung mehr und mehr zusammen. Wenn man dann Aktivitätenströme nutzt und plötzlich vom Kollegen erfährt, Mensch, der hat mir aber ein interessantes PDF da bereitgestellt, das sollte ich mir mal angucken, er hat es mir empfohlen. Und so komme ich also stärker in diesen Kontext, das Lernen und Arbeiten miteinander, ja, dass der Arbeitsplatz zum Lernort wird. So könnte man es, glaube ich, sehr gut beschreiben. Lernen ist ja so, also auch deshalb ein Horrorszenario, weil uns das so in den formalen Institutionen vielen von uns vergällt wurde und man eigentlich gar keine Lust mehr hat, endlich seine Ruhe haben will und dann nur noch in Ruhe seine Arbeit erledigen will und dann ist gut. Vor welchen Herausforderungen stehen wir, dass wir jetzt noch darauf einen draufsetzen müssen und dann auch noch Kollaborationen lernen müssen oder sollten und mit Aktivitätenströme, die sich auch kaum einer vorstellen kann, umgehen müssen? Also vor welchen Herausforderungen stehen wir und warum sollte das die Lösung sein? Also ich glaube, dass es uns schon so im Blut liegt, dass wir eigentlich das nur offensichtlicher machen, indem wir Social Software und kollaborative Anwendungen einsetzen. Ja, wir wollen uns austauschen, wir wollen mit Kollegen kommunizieren und rausfinden, was wissen die, was kann uns weiterhelfen oder was kann ich dem anderen mitgeben. Und das machen diese Anwendungen eigentlich nur sichtbarer. Ja? Die ermöglichen mir, Informationen schneller und sichtbarer abzurufen, die ich eigentlich sowieso gerne mit demjenigen austauschen würde, wo ich klassisch sonst zum Telefonhörer gegriffen hätte und nachfragen hätte müssen. Wer weiß das vielleicht, kann ich es schneller sehen. Deswegen glaube ich, dass das Ganze miteinander stärker verbunden wird und wir gar nicht so viel zusätzlich machen müssen. Ja.
Also nur damit man sich das vielleicht vorstellen kann, Kollaboration ist zum Beispiel Wikipedia, ist eine wunderbare Visualisierung im Grunde von kollaborativer Arbeit. Und Facebook ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für einen Aktivitätenstrom. Sowas in der Art setzt ihr auch in den Firmen ein, die Social Business betreiben wollen, oder? Ja, ich denke auch. Ist völlig richtig, so wie du es beschreibst. Und das würde jetzt miteinander verbunden werden. Ich würde quasi sehen, mein Kollege hat ein neues Wiki-Werkzeug ausprobiert, möchte mir das jetzt vorstellen. Und ich sehe aber schon im Aktivitätenstrom, der hat da schon eine Seite erzeugt. Ja, also ich kann mir die Seite schon mal angucken und mir schon mal ein Bild machen, was hat er eigentlich für Inhalte reingestellt, bevor er mir das Ganze erklären will. Also ich kann schon mal reingucken in meinem Arbeitsalltag und im nächsten Schritt wird er mich vielleicht dann kontaktieren und mir sagen, das sind die Inhalte, die ich eingestellt habe, guck dir die mal an. Ich telefoniere dann später mal mit dir dazu, beispielsweise. Ja. Wer denkst du denn, also es gibt ja so eine breite Bewegung in Richtung, also es gab jetzt auch diesen Augenhöhe-Film, dass man halt, dass immer mehr Menschen gerne auf Augenhöhe miteinander arbeiten wollen. Denkst du, dass der Treiber, wer ist der zentrale Treiber hin zu diesen sozialeren Arbeitsformen? Sind das die Angestellten oder schätzt du eher ein, dass es quasi von Seiten der Arbeitgeber eher da der Druck ausgeübt wird, in die Richtung zu arbeiten? Wo denkst du, wer ist da so derjenige, wer den Hut auf hat? Also wenn ich von einem kleinen Unternehmer ausgehe, dann ist es öfter der Mitarbeiter, der plötzlich ein Werkzeug für sich erkannt hat und das jetzt mal den anderen Kollegen auch vorstellen will. Und dann dem Geschäftsführer sagt, Mensch, hast du das denn schon mal gesehen? Ich arbeite hier mit einem Wiki, mit einem Kollegen zusammen. Das möchte ich dir mal vorstellen. Das sollten wir in unserem nächsten Freitagsmeeting, wo wir einen kleinen Explainer-Space haben, ja, wo wir den anderen Leuten erklären, was wir so Neues entdecken. Das sollte jedes kleine Unternehmen bei sich einfach einrichten, so ein Format, wo man sich in der Woche einfach mal austauscht über das, was man so an neuen Werkzeugen, Anwendungen entdeckt und ausprobiert hat. Und deswegen glaube ich, dass das primär von jemandem ausgeht, der schon affin für sowas ist, eine Art Key-User, ja, der sich so ein bisschen berufen fühlt, im Unternehmen auch Sachen zu verbessern, weiterzuentwickeln und neue Anwendungen zu erschließen, mit denen man sich besser austauschen kann. Und das wird dann an den Geschäftsführer herangetragen und er tut sich ja gut daran, wenn er offen dafür ist, sich das zumindest anzuhören und dann mit den Kollegen zu entscheiden, ja, das setzen wir jetzt mal bei uns ein und um. Das will, glaube ich, auch unser Kurs so ein bisschen erreichen, der Smarter Working Kurs. Warum nennen wir das eigentlich nicht Workshop und stattdessen Workspace? Ja, wir sprechen ja stärker von einer Arbeits- und einer Lernumgebung. Ja, das heißt, jeder, der daran geht, der letztendlich ein Lerner ist oder ein Teilnehmer in unserem Working Space, der kann sich selbst ausprobieren und sich auch seine eigene Lernumgebung zusammen mit uns zusammenstellen. Wir wollen dann mit den Teilnehmern auf eine Art smarter Working Tour gehen und herausfinden, wo bei demjenigen der Schuh drückt, ja, wo er Probleme im Arbeitsalltag sieht oder vielleicht noch gar nicht erkannt hat und plötzlich Möglichkeiten erkennt, wie er das besser tun kann, ja, wie er das mit uns, mit unserer Hilfe leichter oder effizienter tun kann. Dazu werden wir auch kleine Leitfäden basteln, kleine Empfehlungen geben, auch in Live-Gesprächen uns mit den Teilnehmern dann austauschen. Und ich denke, da können wir sehr gut ansetzen, vor allen Dingen an den drückenden Schuhen im Arbeitsalltag des jeweiligen Teilnehmers oder der jeweiligen Teilnehmerin. Wir stellen quasi unsere bisherigen Erfahrungen zur Verfügung, auch für persönliche Fragestellungen und Problemfelder und versuchen diese dann quasi in der Aktion auch gleich aufzuzeigen, wie man das lösen könnte, wie man da rangehen könnte. Wir werden auch im Rahmen dieses Workspaces Handlungsanleitungen, Leitfäden erstellen, wie man das vielleicht auch seinem Chef beibringen kann, dass man in die Richtung gehen will und dass man vielleicht auch, dass es vielleicht sinnvoll wäre, das ganze Unternehmen anders aufzustellen, von den Werkzeugen her, von den Prozessen her und werden dafür halt Templates und so weiter, alles Mögliche erstellen. Oder?
Genau, vor allen Dingen auch, wie man die Kollegen und Kolleginnen motivieren kann und natürlich auch den Geschäftsführer dann abholen kann und sagen kann, Mensch, das könnten wir doch verbessern an der und der Stelle. Genau, und dann sind wir mittendrin im Lernen, ohne dass man merkt, dass man lernt, sondern wir arbeiten das gemeinsam und zeigen, wie man das so by the way, ohne dass man gemerkt hat, gelernt hat. Und das ist eigentlich unser Ziel. Und insofern bauen wir quasi mit Smarter Working den ersten Baustein in Richtung eines Social Business, würde ich jetzt mal sagen, oder? Richtig, es ist Also. eigentlich die kleine Aktivität, die kleine Form zum Aufbau eines Social Business. Völlig richtig. Okay, und damit haben wir dann auch wieder die Schnittmenge gefunden zwischen Smarter Working und Social Business. Ich würde sagen, willst du noch irgendwas loswerden? Ansonsten halten wir es kompakt heute und solltet ihr da draußen Fragen haben, reicht sie uns rein und dann werden wir uns hier wieder zusammenfinden und die versuchen zu beantworten. Marcel, willst du noch irgendwas Wichtiges dazu sagen? Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Smarter Working Tour mit den Interessierten und bin sehr gespannt, was ich noch alles dazu lernen werde an der Stelle. Genau, wir begeben uns also auch auf Augenhöhe miteinander. Dann würde ich sagen, allseits einen schönen Tag und bis dahin, bye bye. Tschüss.